So, und da sind wir auch schon bei den Prestigeaufgaben. Also die ersten drei Aufgaben finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach für Prestige, weil trifft beim Aufbau um 5 in Folge die Schwachpunkte. Easy, denke ich mal. Aber ihr müsst natürlich auch einen Gegenstand finden, der sich fünfmal abbauen lässt. Dazu bietet sich natürlich Metall an. Aber wir werden erst, ich denke mal, ich habe schon eine gute Idee. Wir werden erstmal jetzt gucken. Dann natürlich, wie immer, ihr wisst es ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt dein Abo raushauen. Wenn du das irgendwie unterstützen willst, dass ich für alle immer die Aufgaben hochlade. Und gleichzeitig unterstütze natürlich alle anderen Abonnenten, denn unten siehst du ja diesen PaySafe-Code, wo alle 10 Abonnenten eine Zahl hinzukommt. Heißt, bei 320 Abonnenten kommt halt die 2, 4, 6. Zahl hinzu, bei 330 die 7. und so weiter. Nur die letzten zwei Zahlen, die lasse ich offen. Da sage ich dann immer, das werdet ihr schon hinkriegen, weil da gibt es ja nur noch 99 Möglichkeiten. Aber bis jetzt hat es, also bei den zweimal, wo der Code geknackt wurde, sage ich ganz ehrlich, es hat eine Viertelstunde gedauert, da war der Code geknackt. Also dahin wird es ziemlich schnell gehen, denke ich mal. So, zerstören. Wo gehen wir denn hin? Metall, Metall, Metall. Gehen wir einfach zu Dusty Depot, würde ich sagen. Und wie gesagt, was unten den Passive-Code betrifft, habe ich aber auch noch ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich das genau erkläre, wie das funktioniert. Mit dem Code einlösen, Code raten, etc. Einfach wie gesagt in der Videobeschreibung vorbeigucken und da werdet ihr dann schon finden, was ihr sucht. Ansonsten einfach in die Kommentare schreiben, ich schreibe es euch auch kurz nochmal separat auf. So, meine Variante ist jetzt eigentlich hingehen und diese Rakete. Warte mal, kriege ich hier schon Schaden drauf? Ja, wenn es natürlich leckt, ist natürlich schwierig. Das ist ja nicht so schwer. Fünfmal auf die Stelle. Ich geh mal da weg. Aber wenn es natürlich so springt, ist natürlich blöd. Ah, der Plan ging schon mal nach hinten los. Hier kann man interagieren. Passiert aber nichts. So, dann war ja natürlich meine zweite Idee an einem LKW-Bus. Die Sau muss auch dauernd springen. Ah, aber geschafft. Aber ihr seht, ihr müsst auf Metall rumhauen, ansonsten wird die ganze Nummer halt echt ein bisschen schwerer. Weil ein Baum hat, glaube ich, gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich muss gerade mal selber gucken. Ich gehe mal gerade zum Baum hin und guck einfach mal, ob da überhaupt 5 Schläge drauf gehen. Weil das Problem ist, der erste Schlag geht hier sowieso schon mal ins Leere. Das heißt, der zählt sowieso schon mal nicht. Also wie gesagt, das Depot würde ich eigentlich am besten empfehlen. Wie gesagt, probier jetzt einmal im Anhänger. Ah, guck, ich hätte es ja wieder jetzt geschafft. Oder halt am Truck selber. Ja, wenn die so eklig springen, ist natürlich schon ein bisschen assi, in Anführungszeichen. Jetzt gerade mal gucken, ob so ein Baum klappt, aber ich glaube, das dürfte nicht funktionieren. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, doch, funktioniert. Also selbst am Baum könnte es klappen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit der Aufgabe halt helfen. Wir können ja bei Gruppenkeile definitiv rausgehen. Dann werde ich euch auch noch schnell zeigen, was es als Belohnung gibt dafür. Und wie gesagt, wenn ich dir damit helfen konnte, lass mir einfach gerne ein Abo da. Würde mich halt echt freuen. Und die anderen, die sind ja Ladebildschirm, Likezeit, Kommentierzeit. So, und es gibt 1000 Erfahrungspunkte dafür. Und die werdet ihr mit Sicherheit auch bekommen. Also würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit den Aufgaben. Bis dann.